So, was ich aber machen werde, ist nun nach San Fierro zurückfahren. Da können wir eigentlich mal hier ganz im Westen lang fahren. Das ist doch eine Strecke, die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Das ist mal was Neues. Und bringt uns auch ziemlich direkt in die Stadt zurück. Das ist doch ganz 1A. Machen wir das doch mal. Ab durch den Tunnel. Ja, nee, aber was wir da jetzt eigentlich getan haben, beziehungsweise nicht, was wir getan haben, sondern was die getan haben da bei ihrem Treffen, das weiß auch keiner so richtig, ne? Das hat mir jetzt nicht so ganz angeleuchtet. Ich glaube, es war einfach bloß, um unsere Gegenspieler der nächsten Zeit mal vor... Wow! Mal vorzustellen. Ja, und mit denen werden wir uns dann auch in absehbarer Zukunft beschäftigen und mal schauen, welchen Spaß wir so mit den Freunden erleben werden. Mich würde mal interessieren, was dieses rote Zeichen eigentlich bedeuten soll, das jetzt immer bei CJs Garage auftaucht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. So, die Straßen werden wieder besser, es wird zivilisierter. Wir sind zurück in einer Stadt und diese Stadt ist unser Ziel, San Fierro. So, ich sollte vielleicht gleich mal hier runterfahren. Denn so einen Highway zu verlassen ist manchmal nicht so ganz einfach. Deswegen bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, sofort runter. Wenn man irgendwie in der Nähe seines Ziels ist. Da fahre ich lieber noch einen Meter durch die Stadt. Da können wir die nämlich auch mal betrachten. Ist doch auch was Nettes. Hier zum Beispiel waren wir noch gar nicht. Sieht doch schön aus hier, oder? Und da fällt mir ein, müsste hier etwas für uns zu erledigen geben. Ah, aber ich glaube, wir sind nicht pumped genug dafür. Wir schauen mal ganz kurz. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das hier? Ja. Diese Dame kann unsere Freundin werden. Das Problem, ich glaube, wir haben nicht genug Muskeln. Hallo? Hey, I'm Katie. You wanna go out sometime? Na klar. Yeah, here go the digits. Oh, great, I'll call you later. Cool. Reicht doch schon. Katie ist jetzt deine Freundin. Das ging sehr schnell. Katie würde dich umsonst aus dem Krankenhaus holen. Du kannst sie in Paradiso abholen. Ja, das ging wirklich sehr, sehr schnell jetzt mit Freundin werden. Aber nichts dagegen. Ich glaube, Katie ist mir auch so ziemlich die liebste Freundin, weil die meisten doch schon ein bisschen abgefuckt sind. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir noch gleich etwas anderes erledigen. Und zwar können wir... Wie sieht es denn eigentlich aus mit Muskeln? Ja, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Können wir einen neuen Kampfstil erwerben? Bei Cobra Martial Arts. Auch wenn da Martial Arts stand. So, mein Freund. Mal sehen, ob wir dich verprügelt kriegen. So, you wish to become a warrior? Na, selbstverständlich. I am a master of Phoebe. So, einfach drauf! Den alten Mann verprügelt. Absorb with the eyes, young student, and you will learn. Strike like an atomic cobra! Become the avalanche and bury your opponent! Wunderbar, das ist jetzt unsere neue Spezialkampftechnik. Ich glaube, ich werde mal. Achso, geht das vielleicht mit der. Nee, ich werde mal irgendeine andere Tastenbelegung dafür finden müssen, weil ich kann nicht mitten im Gedränge plötzlich auf Eingabe drücken. Das geht nicht. So, schauen wir doch mal, wie das Ganze so aussieht. Der Boden ist verdammt gut gebohnert, stelle ich fest. So. Make it easy on yourself and run away. Wo ist er denn? Da. Ja, die können das natürlich auch. Oh shit, Alter. Läuft nicht so gut für mich gerade. Auch das mit dem Anvisieren klappt irgendwie nicht so richtig, ne? Aber wenn man einen da mal hat, dann kann man ihm ordentlich eine reinzimmern. Also wir sehen, CJ hat jetzt neue spannende Moves. Die wir, weiß ich nicht, ob wir die jemals einsetzen werden, so richtig. Aber zumindest können wir es. So.
Das geht halt, wenn man den Controller benutzt, was ich ja nicht tue. Ich spiele ja mit Tastatur. Geht das natürlich ein ganzes Stück einfacher, dann hat man da weitaus weniger Probleme. Aber, naja, man muss halt auch auf Dinge verzichten können. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir... Jetzt muss ich mal kurz gucken, was das denn kostet. Ja, 30.000. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir frei zielen können. Gut, Vorteil je nach Skill des Spielers eben. Das heißt, wir können bewusst steuern, ob wir Kopfschüsse verteilen oder ob wir auf den Körper schießen. Das ist ein Nachteil bei der Konsole. Das geht da nämlich nicht. So, endlich wieder zurück in der Garage. Mal schauen, was es jetzt zu erledigen gibt. Jay-Z. That's crazy, man. What are we looking at exactly? Hey, cabrón. Hey, man, you get them flicks developed? What's up, Woozy? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. Der gute alte Woozy ist wieder da. Fahr zu Jizzy's Club. Club. Woozy ist wieder da. Das ist schön, dass er von sich aus gleich vorbeischaut. Aber, wir werden bei ihm auch vorbeischauen demnächst. Das wird sich demnächst ergeben. Erstmal aber sollten wir dann bei Jizzy vorbeischauen und da eine Mission annehmen. Was ich aber vorher gern machen würde, ist mal kurz schauen, was wir so für Häuser hier erwerben können. Oh, habe ich gerade einen Baum entwurzelt? Das tut mir sehr leid. Ich habe übrigens tatsächlich mal in meinem Leben, da war ich noch sehr klein, bin ich mit meinen Eltern im Herbst immer noch Pilze sammeln gewesen. Wobei ich keine Pilze esse, ich habe sie aber gern gesammelt. Habe ich mal einen Baum umgestoßen, tatsächlich. Man muss dazu sagen, es war eine Birke, die schon alt und morsch war. Aber ich habe einen Baum umgestoßen, er kann das schon von sich behaupten. Ja, was habe ich noch für Geschichten zu erzählen? Ich habe mal einen Dieb gefangen, tatsächlich. Einen Kaufhausdieb, ne, 50.000 sind mir zu teuer. Ich habe mal einen Kaufhausdieb gefangen. Also nicht Kaufhaus, sondern Netto-Dieb sozusagen, Supermarkt-Dieb. War aber auch unspannender, als es klingt. Ich stand an der Ampel, da kam einer angerannt, der wie ein ziemliches Crack-Opfer aussah. Hinter ihm ein übelster Schrank, der eigentlich weitaus beeindruckender aussah. Und er rief, halt ihn auf. Ich mache einen Schritt zurück, halt den Arm raus und der Typ bleibt stehen. Weil er so leicht war wie ein Blatt im Wind und absolut keinen Widerstand leisten konnte. Ja, und es zeigte sich, dass er tatsächlich ein Drogenopfer war und Beschaffungskriminalität verübt hat. Er hat Kaffee geklaut. Wahnsinn. So, aber ich habe meinen Dieb festgehalten. So, spannende Geschichten. Haben wir hier eine Garage? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Nee, aber ich habe ja eigentlich eine Garage an der Garage. Von daher verzichten wir auf die Garage. Und kaufen einfach mal für 20.000 die Hütte hier. So, Immobilie gekauft. Jetzt sind wir tatsächlich in San Fierro anhäusig. Und können uns mal umziehen gehen. Das heißt, ich werde endlich die blöde Mütze wieder los. Das ist sehr schön. Das heißt, ich kriege meinen Afro wieder. Viel zu lange konnte ich den Afro schon nicht mehr sehen. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, und ansonsten weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt anziehen werde. Machen wir erstmal kurz zurück. Ich will erstmal kurz Kopfbedeckung. Achso, ich bin blöd. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wie kann ich denn... Ach ja, Artikel ausziehen, da haben wir es doch. Kopfbedeckung. Ah, der gute alte Afro. So, ich glaube, ich lege auch mal die Sonnenbrille ab. Und, was könnte ich denn noch? Ich glaube, ich könnte auch mal generell neue Klamotten kaufen gehen. Wie wäre es damit?
So, aber erstmal lege ich die Sonnenbrille noch ab. Und dann... Oh, wobei, nee. Die kleinen Schweinsäuglein hatte schon immer so kleine Schweinsäuglein. Wir lassen die Sonnenbrille auf. So. Und dann machen wir uns mal auf zum nächstgelegenen Klamottenladen, bevor wir dann bei Jeezy vorbeischauen, denn ein Pimp will sich natürlich beeindrucken lassen durch Klamotten. Ist doch logisch. So, bei der Gelegenheit gleich mal gespeichert. Und dann raus nach Chinatown. So, wo haben wir denn den nächsten Klamottenladen? Hier sieht's doch gut aus. Ha! Entschuldigung. Ich war's nicht. So. Ja, hier in Chinatown werden wir natürlich auch den Woozy finden. Wo genau werden wir denn sehen, wenn es soweit ist? Aber das ist alles hier in der Ecke. Und wir sehen, San Fierro ist halt wie San... Nein, Binko muss nicht sein. Ist halt wie San Francisco tatsächlich sehr hügelig aufgebaut. Ist hier bloß ein Laden? Das sieht irgendwie aus, als ob da mehrere wären. Na gut, dann nehmen wir mal den anderen da. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ist hier noch einer? Nein, weg mit dir. Du siehst hässlich aus. Huren, okay, aber keine hässlichen Huren. Gibt's hier eigentlich... Wo kommst du denn her? War das der Burger-Shop, wo man... Nein. Ich glaube, bei irgendeinem Burger-Shop steht eine Karre geparkt, die ganz hübsch ist. Kann aber auch sein, dass das nur für eine Mission war. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. So, dann machen wir mal rüber zum Klamottenladen. Ich hoffe, das, wo wir jetzt hinfahren, ist ein besser gestellter Klamottenladen. Und ich schaue mal ganz kurz, was wir hier so bezahlen müssten. 100.000, ja, das ist ja nix. Naja, ist halt auch an der großen Straße hier. An der großartigen Straße, sagen wir mal eher. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Irrsinnstand bezeichnen würde, aber Irrsinn war es auf jeden Fall. So. Die Karre hat es auch bald hinter sich. Ja, die Straße, man kann sie schnell nehmen oder man kann sie vernünftig nehmen. Ich entscheide mich dann meistens für schnell. Oh, was gibt's denn? Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Ja, interessiert kein Schwein. Behalt deine Kacke für dich. Not right now, I gotta check into some shit. So, ja, jeden Mittwoch und Samstag ist mir egal. Rein in den Klamottenladen und... Der Zip ist schon etwas hochqualitativer. Wir müssen bloß noch da hinten die Umkleide finden. Ich muss nur mal ganz kurz die Zielmarkierung rausmachen und dann schauen wir mal, was wir hier so Schönes finden können. Ich glaube, hier sollten wir ein bisschen glücklicher werden als in Binko und Konsorten. Hoodie muss jetzt nicht unbedingt sein. Was heißt denn gestreiftes T-Shirt? Schauen wir doch mal. Yay. Querstreifen machen dick, mein Freund. Zieh was anderes an. So, also ich meine, du bist nicht fett, aber trotzdem. Braunes Hemd. Hemden? Echt jetzt? Wir schauen mal, wie die aussehen. Der macht doch bestimmt wieder bloß den oberen Knopf zu, oder? Nein, er macht tatsächlich mehr zu. Aber so geil sieht es jetzt auch nicht aus. Oh, das war nicht die Taste, die ich wollte. Ist aber nicht das erste Mal, dass ich aus Versehen Sachen kaufe. So, dann schauen wir doch mal weiter. Wir schauen uns das karierte Hemd mal an. Oh, Alter, mach die Hemden richtig zu. Genau andersrum. Den obersten kannst du von mir aus offen lassen, aber die anderen müssen zu sein. Es sieht so beschränkt aus, wenn du das machst. So, schauen wir mal, was das hier ist. Aha. Achso, das ist gemeint. Also, cremefarbenes T-Shirt mit dem Zip-Logo drauf soll das heißen. Alles klar. Kann man jetzt aus dem Lesen selbst heraus nicht unbedingt erschließen. So, Jeansjacke, das ist so 90er. Ist aber... Halt die Klappe. Ist aber gar nicht so schlecht jetzt auf den ersten Blick. Also da haben wir schon Schlechteres gesehen. Ich lass ihn das mal. Wir können aber nochmal kurz schauen, wie es... Naja, ein Bowlinghemd ist vielleicht auch nicht so geil, aber wir können ja mal schauen, wie es aussieht. Oh, Charlie Harper ist grüßen. Nein. Ich bin nicht so auf dem Charlie Harper Trip. Vor allen Dingen, weil ein schwarzer Charlie Harper auch komisch aussieht. So, neue Hose vielleicht. Ja, sieht sehr unauffällig aus auf jeden Fall. Ist okay, ist okay.
Schauen wir einfach weiter. Ich glaube, gab es da jetzt irgendwas Besonderes? Ja, Shorts müssen jetzt nicht sein. Wir können noch mal kurz schauen, wie die schwarze Variante aussieht. Aber ich glaube, die hellere passt besser dazu. Ja, ich glaube schon. Lass mal eben die hellere Hose. Hä? Und schauen mal, was wir sonst noch so haben. Schuhe. Stiefel? Nein. Ketten. Goldkubaner. Den müssen wir auf jeden Fall nehmen. Nee, ach ja, warum nicht? Komm. Kaufen wir, warum nicht? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Nee, ich kann euch den Goldkubaner ja mal zeigen. Ist, naja. Irgendwie sehr stereotypisch für so einen Gangbanger, würde ich sagen. So Mr. T-mäßig. Auch irgendwo. Muss jetzt nicht sein. Also ist mir vielleicht etwas zu fett aufgetragen. Zip Gold, klingt gut. Zeig mal. Halt mal den Arm. Ja, warum nicht? Komm. Wir haben's doch. Thank you, sir. Wen kümmert's schon, dass wir $220 für eine Uhr ausgeben? So. Bleiben noch Sonnenbrillen? Like, yes, man. Die sieht aber töftig aus. Nein, danke. Ich nehme mal an, die blaue Sonnenbrille wird dann dasselbe Modell sein, bloß mit blauen Gläsern. Verzichten wir also drauf und schauen nochmal kurz. Oh, Kopfbedeckung, Sonnenhut. Das ist kein Sonnenhut, das ist ein Anglerhut. Ein Sonnenhut ist bei mir was anderes. Ein Sonnenhut ist bei mir aus Stroh zum Beispiel. Also muss nicht aus Stroh sein, aber halt so ein bisschen größer auch. Und Caps müssen auch nicht sein. Wir wollen ja eigentlich sowieso nichts auf dem Kopf tragen, denn wir wollen unseren hübschen Afro ja durch die Gegend tragen. So, sind wir ein bisschen umgestaltet. Muss ja immer mal sein. Ist jetzt nicht die geilste Klamotte, aber naja. Besser als vorher mit dem Cappy, würde ich sagen. So, dann fahren wir den Hermes noch aus, bis er explodiert. Und machen uns jetzt endlich mal auf den Weg zu GCB. Schauen wir mal, was wir mit dem Pimp so alles anfangen können. Klang so, als ob wir jetzt für ihn arbeiten sollen und ihn beeindrucken sollen. Sein Night Dome Club oder wer auch immer dieses Ding ist, nee, Super Dome Club, glaube ich, ne, ist ja am Hintern der Welt mal wieder, also wirklich am Rande der Stadt. Oh, und siehst du mal, hier ist auch das Zuhause von unserer neuen Freundin, deren Namen ich leider vergessen habe. Kate? Ich glaube, Kate hieß sie, ne?